Also erstmal gute Neuigkeiten. Du wirst in Kürze ein richtig cooles neues Auto bekommen. Aber, wie soll ich es dir sagen? Du musst dich in Acht nehmen. Was ist das denn, Leute? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich eine Idee. Ja, ich möchte gerne ein Wahrsager Zelt eröffnen oder wie auch immer. Ich weiß mal, ich muss mal gleich gucken, wie ich das mache. Vielleicht wird es auch ein Wahrsagerraum, Wahrsagerinnenraum. Und zwar habe ich in letzter Zeit auch ein paar Shorts gemacht mit Orakel. Ich habe einen Sticker-Orakel gemacht. Ich habe ein Nagellack-Orakel gemacht. Ich habe ein Gummibärchen-Orakel gemacht. Vielleicht habt ihr die Shorts-Videos gesehen. Und jetzt war ich letztens auf der Kirmes und da habe ich so einen kleinen Wohnwagen gesehen. Das war so ein Wahrsagerinnen-Wohnwagen. Habt ihr sicher auch schon mal gesehen, wenn ihr auf der Kirmes wart. Und da dachte ich mir so, das will ich auch mal machen. Dazu mache ich ein Video und ich muss natürlich das Ganze erstmal hier so ein bisschen cool herrichten. Das muss so ein bisschen mysteriös alles aussehen. Dann werde ich diese drei verschiedenen Orakel anbieten und dann werde ich die Zukunft von der Crew voraussagen. Wenn sie es möchten, wenn sie hier zu mir reinkommen möchten. Und ich glaube, ich brauche noch einen anderen Look. So, hier steht noch der Kürbis. Ich finde den eigentlich ganz passend. Den stelle ich mir vielleicht schon mal hier so in den Hintergrund oder hier so hin. Hier habe ich mir gerade schon mal diesen Sessel hingestellt. Und jetzt werde ich noch den Tisch einmal so rumdrehen. Dann ist das hier hinten nämlich so eine kleine Ecke, wo ich dann so sitzen kann. Ich muss hier gleich noch mal ein bisschen mit dem Licht arbeiten, alles ein bisschen dunkler machen. Und ich fände es, glaube ich, ganz cool. Wir haben ja hier von unserer Halloween-Deko. Jetzt ist der Kürbis schon umgefallen. Aber wenn ich das hier so als Tischdecke auf den Tisch drauf mache und vielleicht auch noch ein paar Deko-Sachen mit auf den Tisch drauflege, dann sieht das doch gleich ziemlich cool aus, finde ich. So. Ja, doch. Und dann mit der Deko da. Dann fehlt noch ein bisschen Licht. Mache ich einfach mal gerade an. Ja, vielleicht mache ich das andere Licht dann aus. Oh, ja, sehr schön. Das gefällt mir gut. Jetzt werde ich hier noch unsere Geister einschalten. So, da sitze ich gleich. Ich habe alles richtig schön dunkel gemacht. Und hier kann dann gleich ja, meine Kundin oder mein Kunde sitzen. Und ich habe gerade gesehen, die waren gerade eben noch so orange, die Lichter. Aber ich finde, das sieht viel mehr nach so zum Wahrsager Zelt aus, wenn ich das so lila mache. Und ich würde gerne die da unten auch noch so lila machen. Aber es ist anscheinend schon wieder die falsche Fernbedienung. Ach so, ich habe hier noch ein paar andere Fernbedienungen gerade hingelegt. Vielleicht hiermit. Ah ja, jetzt ist was passiert. Ja, das finde ich sieht sehr, sehr cool aus. Und ich hatte gerade noch eine Idee. Also erstmal habe ich hier schon die Katze, die namenlose Katze. Und noch so einen Knochenschädel hingelegt. Und jetzt hatte ich noch die Idee. Kommt mal mit. So, wir haben hier noch diese Wand stehen. Das ist so eine Trennwand. Die nehme ich jetzt noch mal mit gerade hier rein ins DIY-Studio. Oh, die ist sehr groß. Und da werde ich hier noch mal so eine Wand aufbauen, dass das halt so ein kleiner versteckter Bereich ist. Und dann kann ich da vorne dran auch vielleicht noch mal so einen Zettel hängen, hier lang geht's oder so. So, die stelle ich nämlich jetzt hier einfach so auf. Ja, perfekt. Also, man kommt dann hier gleich so rein. Dann sieht man das. Ah, okay. Dann geht man hier hinter. Und hier kann man dann sitzen und hier warte ich dann. Ja, das ist doch cool, oder? Jetzt muss ich mir doch die Schilder malen und ich muss mich noch verkleiden. So, jetzt habe ich mir ein bisschen was für mein Orakel vorbereitet. Einmal für das Sticker-Orakel. Da können die Kunden dann gleich drei Sticker ziehen und daraus werde ich die Zukunft lesen. Ja, ich muss mir natürlich was Gutes einfallen lassen. Dann habe ich hier Nagellacke. Ich habe ja schon das Nagellack-Orakel angekündigt. Und da werde ich mir auch einfach was einfallen lassen, je nachdem, welche Farbe die da so rausziehen. Da würde ich sagen, reicht eine Farbe. Und dann habe ich hier das Gummibärchen-Orakel. Das muss ich dann gleich nochmal wieder googeln. Da gibt es ja so
ja, so Anleitungen, je nachdem, welche, wie viele Gummibärchen man, also welche Farben man gezogen hat, was das dann bedeutet. Und das muss ich natürlich kurz auf dem Handy nachgucken. Aber ja, ich glaube, also ich finde das mit dem Gummibärchen-Orakel macht auch immer echt viel Spaß. Man kann alle drei Orakel bei mir hier machen. Oder man entscheidet sich nur für eins. Ich habe jetzt auch mal ein Schild vorbereitet. Lass dir die Zukunft voraussagen. Gummibärchen-Orakel, Sticker-Orakel und Nagellack-Orakel. Ich habe da jetzt auch mal keine Preise dran geschrieben, denn ich kenne unsere Crew. Da wird sowieso niemand Geld für bezahlen. Auf der Kirmes ist das ganz schön teuer, finde ich. Da habe ich so gesehen 15 Euro, 30 Euro, 25 Euro. Irgendwas in der Art. So teuer ist das bei mir natürlich nicht, sondern ich mache das natürlich heute gratis. Aber ihr seht, ich sehe immer noch ganz normal aus. Ich muss jetzt erstmal noch mal schauen, wie ich mich so ein bisschen anders anziehen kann, damit ich ein bisschen mehr aussehe wie eine Wahrsagerin. Ich habe mal nachgeschaut. So ein Wahrsagerin-Look. Obwohl, das finde ich eigentlich auch schon ganz cool, wenn ich nichts anderes finde. Oder, dieses schwarze Glitzerkleid werde ich anziehen. Und ich brauche noch so ein, vielleicht so ein Tuch oder so, was ich so auf den Kopf mache. Und vielleicht noch ein bisschen cooles Make-up. Also vielleicht die Augen so ein bisschen schwarzer. Vielleicht einen dunklen Lippenstift oder so. Ihr werdet gleich das Ergebnis sehen. Jetzt sehe ich eher aus wie ein Panda. Nee, da muss ich auf jeden Fall noch was ändern. Ich habe jetzt so einen ganz dunklen Look. Ich habe mir noch so ein paar kleine Sternchen mit hingemalt und die Lippen auch noch ein bisschen schwarz gemacht. Deswegen finde ich, passt dieses helle Tuch jetzt gar nicht. Ich habe hier noch so ein anderes, das ist auch so ein bisschen schwarz-lila. Vielleicht kann ich das hier so oben so über den Haaren tragen. Ja, warum eigentlich nicht? Ich glaube, so bleibe ich. So, und wie wir das bei jedem Shop machen, werde ich jetzt natürlich auch noch eine Einladung rausschicken, damit dann auch wirklich die Crew hier in mein Wahrsagerzelt kommt. So, die Einladung ist raus. Dann kann es gleich losgehen. Ah, ich glaube, da ist jemand. Hallo? Bitte einmal reinkommen. Bitte einmal durchgehen. Hallo? Hallo. Oh, hallo Kathi. Komm rein. Hallo! Oh, wie cool! Okay. Ja, vielleicht hast du es vorne schon gelesen. Es gibt heute die Möglichkeit, ein Gummibärchen-Orakel, ein Nagellack-Orakel oder ein Sticker-Orakel zu machen. Du kannst auch mehrere. Okay. Ich sehe gerade die Haare einmal wieder hochstecken. Ja. Deine Lippen sehen sehr cool aus. Danke. Ich bin übrigens nicht Kathi. Entschuldigung, wie heißen Sie denn? Ich bin Wahrsagerin Kathi. Okay, Wahrsagerin Kathi. Ja, nach welchem Orakel steht es dir denn heute? Nach dem Sticker-Orakel, okay. Bitte. Ich würde vielleicht danach noch ein zweites machen, wenn mir das Ergebnis nicht so zusagt. Also, du musst jetzt gleich die Augen schließen und dann kannst du dir drei Sticker rausgreifen. Okay. Und dann musst du mir die erst geben und dann werde ich dir die Zukunft lesen. Spannend. Okay, Augen sind zu. Das macht auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß. Diesen hier? Mhm. Den? Ja.
Dann nehme ich noch diesen hier. Aha. Und diesen. Und den weiß ich nicht, was das bedeutet. Okay, dann nehmen wir was anderes. Ich brauche noch einen anderen. Den. Ah ja. Mhm. Ach gut. Ich nehme erstmal die ganze Schale zu mir. Also, ich kann schon mal sagen, es ist eine sehr schöne Zukunft. Okay. Wenn du weiter so viel Girlpower hast, Eva, dann wirst du ein sehr erfülltes Leben haben. Sehr schön. Und vielleicht... Oje, jetzt kommt das Letzte. Ja, das Letzte. Das muss ich gerade noch mal ein bisschen... Das ist... Vielleicht kann ich dir beim Interpretieren helfen. Ja, ich lege es schon mal hier hin, du kannst auch schon mal draufschauen. Es ist ein Astronaut in, unter Sternen und Mond. Mhm. Und es ist ein gezeichnetes Bild. Also entweder bedeutet das für dich, Eva, du solltest vielleicht mal wieder eine Kunstausstellung besuchen, um noch erfüllter zu sein. Das könnte natürlich oder, sein. Oder vielleicht ist es auch so ein bisschen sowas wie nutze auch die Nacht. Also nutze nicht nur den Tag, sondern nutze vielleicht auch, wirst du auch eine ganz besondere... Begegnungen oder besondere Erfolge erzielen, wenn du auch mal in der Nacht irgendwas unternimmst. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Sticker, gefällt mir sehr gut. Du kannst sie alle drei auch mitnehmen, okay, um dich daran zu erinnern. An Dankeschön, deine, Dankeschön. Weißfragung. Drei sehr schöne Sticker. Können wir gleich nochmal kurz zeigen. Ja, da sind sie. Weiß nicht, ob man sie gut sehen kann, sonst können wir sie gleich auch nochmal abfilmen. So, da sehen sie. Okay, darf ich ein Gummibärchen essen? Nein, du kannst 5 ziehen und dann kannst du die 5 essen, aber die musst du mit Augen zu. Ich möchte sie essen, deswegen werde ich sie ziehen. Ja, okay. 1. Nee, warte, du musst mir die dann immer erst hinlegen, damit ich sehe, in welcher Reihenfolge. Mhm. Sorry, ich wollte es nicht so lieblos auf den Tisch werfen. Ja. 2. 3. Ja. 4. Und nochmal. Am besten lässt du noch kurz die Augen zu. 5. Mhm. Am besten lässt du kurz die Augen zu, damit du mich siehst, damit ich, dass ich heimlich an meinem Handy... Das ist das sehr entspannend. Das riecht hier auch gerade sehr gut. Wonach riecht das denn? So. Oh je. Also, jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Oh je. Und die kannst du jetzt auch ruhig alle essen. Also ich hatte ein grünes auf jeden Fall, dann das weiße, das gelbe. Dann wahrscheinlich das war grün, weiß, orange, weiß, orange. Ja. Und oh nein, das Gummibärchen Orakel habe nicht ich erfunden, sondern das habe ich jetzt gerade heimlich unterm Tisch gegoogelt. Und das ich weiß nicht, wie professionell das Ganze Täuschung, ist. Täuschung, Unruhe, Disziplin. Das muss nicht alles unbedingt schlecht sein. Also Täuschung ist vielleicht auch manchmal. Kann ist ich nochmal? Nee. Also Täuschung ist vielleicht auch, vielleicht hat das auch irgendwas hiermit zu tun. Gib dich als Astronaut aus, Vielleicht ist das auch so Halloween-mäßig gemeint. Ja, genau. Täuschung, Unruhe. Unruhe ist vielleicht auch einfach, Unruhe muss ja auch nicht immer unbedingt schlecht sein. Das ist eher so ein bisschen schlecht behaftet, aber Unruhe kann ja auch so ein bisschen aufregend sein. Eine Veränderung. Veränderung und Disziplin. Hast du, glaube ich. Das passt schon. Das passt. Also, das passt zu deinem Girlpower dann das vielleicht. Das passt zu meinem Girlpower. Okay. Ja. Sehr schön. Ich bedanke mich. Ja, schön, dass du da warst. Sehr, sehr, sehr schön. Falls du noch jemanden kennst, der gerne vorbeikommen möchte. Wie funktioniert das Nagellack-Orakel? Oder das lasse ich für die anderen? Ja. Ich lasse die Überraschung noch mal. Okay, dann sage ich vielen Dank. Ja, dann schön, dass du da warst. Und ich habe auch gedacht, wie bei unseren Shops, es kostet heute hier nichts. Ach, das obwohl Wahrsagen manchmal ja echt teuer sind. Ich hätte nichts bezahlt. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, mit meiner ersten Kundin Eva lief es ja ganz gut. Das mit den Stickern, das muss ich glaube ich noch ein bisschen... Also es müssen dann auch die passenden Sticker sein, dass einem da auch was zu einfällt. Und das Gummibärchen-Orakel, das habe ich ja geschafft, während Eva die Augen zu hatte, heimlich hinterm Tisch zu gucken. Und ich habe es zwar verraten, aber das werde ich mir fürs nächste Mal auch merken, wenn ein Kunde oder eine Kundin hier ist, dass ich das dann schnell heimlich, während die ziehen, dass ich dann schnell das schon in diese Internetseite eingebe, in diese Gummibärchen-Orakel. Könnt ihr einfach googeln. Und das Nagellack-Orakel hat sie erstmal übergelassen. Mal gucken, ob das vielleicht gleich noch jemand anders machen möchte. So, jetzt werde ich erstmal schauen. Ich habe ja eben schon die Einladung rausgeschickt. Mal gucken, ob vielleicht noch jemand kommt. Hallo. Einfach reinkommen, die Tür am besten hinter dir schließen. Okay. Du willst dir die Zukunft voraussagen lassen, dann setz dich. Ja, okay.
Kati? Ich bin nicht Kati, ich bin so Wahrsagerin Kati. Achso, Wahrsagerin Kati. Das ist nicht die normale Kati. Also, ich kann dir anbieten, es gibt ein Gummibärchen-Orakel, es gibt ein Sticker-Orakel, es gibt ein Nagellack-Orakel. Du kannst auch mehrere machen, wie du Lust hast. Also habe ich mehrere Arten von Zukünften? Nee, nicht mehr. Jede sagt vielleicht noch ein bisschen was anderes aus, ne? Okay, vielleicht kann man das ergänzen auch. Ich weiß nicht, was ich hier von dieser schwarzen Magie halten soll. Ja, will ich auch meine Zukunft wissen? Okay, also ich probiere mal. Warte, was war das hier noch? Nagellack-Orakel. Nagellack-Orakel? Ja, du musst dir dafür nicht die Nägel lackieren. Okay. Das ist aber, da kann ich schon mal verraten, das geht eher so ein bisschen in die Richtung, wie solltest du dich vielleicht kleiden? Also so ein bisschen so Tipps für deinen Fashion-Geschmack. Das Sticker-Orakel ist ein bisschen ja auch über die Zukunft, aber ganz bunt durchmischt. Okay. Und das Gummibärchen-Orakel, das habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht, da benutze ich ein Hilfsmittel. Und da kann es auch mal ein bisschen ernster werden. Oh, ein bisschen ernster? Ja, okay. Und was ist das hier? Das ist Deko. Achso, okay. Ja gut, dann ich würde eine Kombination aus den beiden hier machen. Ah, okay, also nicht das Nagellack-Orakel. Das hatte ich dich doch erst so angesprochen, oder? Ja, erst schon, aber ich habe gerade so einen Style. Ich habe Style, ich brauche nicht mehr. Okay, dann musst du jetzt die Augen zumachen und dann drei Sticker rausgreifen und mir geben. Okay, drei Stück, ne? So, also ich nehme einen aus der Mitte ungefähr. So. Dann einen von da weiter hinten. So, jetzt habe ich zwei, oder? Zwei und jetzt noch einen dritten. Den ich halt ganz unten. Ich glaube, da unten sind dann immer die besten. So, okay. Oh. Oh, ich höre schon, okay. Ja. Oh, okay. Das ist eine Zukunft, Johnny. Ja, gut, du kannst die Augen wieder öffnen. Ja. Also erstmal gute Neuigkeiten. Du wirst in Kürze ein richtig cooles neues Auto bekommen. Oh, ja, sehr cool. Das freut mich natürlich. Aber. Es gibt ein Aber? Ja, es gibt ein Aber. Ich muss selber bezahlen. Nee, wie soll ich es dir sagen? Du musst dich in Acht nehmen. Was ist das denn? Leute! Ist das mein, nicht Minecraft? Among Us. Among Us, ne? Okay. Ja, aber ich habe mir auch gerade gedacht, das ist ja so ein Fleisch, wo da drauf steht. Vielleicht ist es auch irgendwie dann sowas für, bleib Veganer oder so, ne? Also ja, das so kann auch sein. Ne? Vielleicht bin ich ja auch der. Wenn du Veganer bleibst, dann klappt das mit deinem neuen Auto. Okay. Und es gibt noch eine gute Überraschung für dich. Oh, eine gute Überraschung, ja. Immer her damit. Du kommst gut bei verschiedenen Menschen an. Ja, also wahrscheinlich liegt das auch an meinem neuen Auto. Also, genau, ich kann nochmal zusammenfassen. Okay. Es sieht sehr positiv aus in deiner Zukunft. Das wahrscheinlich wirst du wirklich bald ein cooles neues Auto haben. Und das wird auch gut ankommen. Ja. Und du wirst dadurch vielleicht auch nochmal wieder neue Leute kennenlernen. Vielleicht auch gehst du auch in so eine Auto-Community denn rein und so, ne? Das könnte sowas sein. Und trotzdem solltest du dich ein bisschen in Acht nehmen. Da war eben auch dieser merkwürdige Among Us. Ein Imposter ist da anscheinend unter mir. Mhm. Unter mir, unter uns? Vielleicht auch unter den Ladies hier. Stimmt. Also du kannst sie ja nochmal in die Kamera halten vielleicht. Ja, genau. Also Leute, ihr habt ja schon ein bisschen mitgehört. Ich bekomme erstmal ein richtig cooles Auto. Muss aber leider aufpassen, denn ich habe es ist vielleicht ein Imposter unterwegs. Genau. Aber dafür komme ich bei vielen guten Leuten gut an, würde ich sagen. Leuten gut an. Ja, also ich bin, also du darfst dir die Sticker auch mitnehmen, also die, okay, damit du dich vielleicht auch noch mal zwischendrin so zurückerinnern kannst. Ah, stimmt, schön, das ist eine gute Idee. Ja, möchtest du das mit dem Gummibärchen-Orakel jetzt auch noch machen? Genau, ja. Dann musst du jetzt die Augen zumachen und fünf Stück ziehen, aber du musst die immer ablegen, und damit ich sehe, welche Farben du hast. Und Moment, ich muss mal ganz kurz noch eine kleine Vorbereitung treffen. Ja, jetzt geht's, kannst losgehen. Okay. Ja. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Okay. Aber gibt es für den Haribus nicht nur drei oder vier Geschmacksrichtungen? Ja, es müssen ja nicht fünf verschiedene sein. Ah, okay. Okay.
Ja gut, das ist wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Oh, ich habe sogar 5 verschiedene. Ja, ich habe die beiden jetzt beide als rot gesehen. Oder als orange beide. Also die sind, obwohl das ist mehr orange, ne? Ja, das orange, das rot, das grün. Ja, auf jeden Fall Zerstreuung, Klärung, Aufbruch. Ich denke mal, es wird vielleicht auch mal irgendwas in deinem Leben ein bisschen holteripolter, kunterbunt laufen, aber es wird hinterher wieder Aufklärung geben. Also immer wenn irgendwas ja, ein bisschen schief läuft, gibt es hinterher aber auch irgendwie wieder ein Gegengewicht, das Positive. Du sprichst ein Rätsel. So ist das bei Wahrsagerin. Also, okay. Und das Schöne ist Klärung. Also Klärung, okay. Es wird sich alles klären, Donny. Wenn du mal verzweifelt bist in deinem Leben, wenn du mal nicht weißt, was bedeutet das mit diesem Imposter? Wenn ich nicht weiß, wer das ist und ich jemand verdächtige, es wird sich klären. Und am Ende wird alles gut. Okay. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen mit deiner Zukunft. Ja doch, auf jeden Fall. Vor allem hier mit den Stickern. Also die waren jetzt wirklich sehr gut. Hier muss ich sagen, ist noch ein bisschen ein Rätsel, aber es ist halt normal. Aber so ist es mit der Zukunft, man weiß es nicht so genau. Mhm. Ja. Empfehle mich bitte weiter und gib mir 5 Sterne. Okay, gut. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich nehme die Sticker mit. Ja. Die lasse ich schön, dass du da warst. Ja, die kannst du auch mitnehmen, aber das sind Gummibärchen. Ja, genau. Das sind Gummibärchen. Ja, okay, danke. Und dann noch viel Spaß. Hätte ich auf jeden Fall empfehlen. Achtung! Beinahe hätte Donny mein Zelt kaputt gemacht. Ah, okay. Vielleicht bin ich ja der Imposter. Ja, vielleicht ist es auch in dir drin, dass mal irgendwie so ein Ungleichgewicht ist. Ja, ich muss das erstmal überdenken. Ich muss erstmal überdenken, nachdenken. Okay, aber ich werde auf jeden Fall dich weiterempfehlen und dir 5 Sterne geben. Danke. Bitte, ciao. Tschüss. Ja, das mit dem Wahrsagen ist gar nicht so einfach. Donny hat auch ein bisschen sehr unterschiedliche Sticker gezogen und vor allem dieses von Among Us, das kannte ich überhaupt gar nicht oder ich wusste gar nicht, was das heißen soll. Aber ich habe versucht, ich versuche es natürlich sehr positiv zu formulieren. Ich will ja auch hier niemanden ärgern oder so, sondern ich will ja allen eine sehr positive Zukunft voraussagen. Und ich glaube, das ist Donny, also mit dem Auto und mit dem Gutankommen bei anderen Leuten und dass irgendwie alles, was ein bisschen schief läuft, aber auch hinterher wieder gut wird. Ich glaube, das ist ganz gut angekommen bei Donny. Also er ist sehr positiv hier wieder rausgegangen und ich hoffe, dass vielleicht noch jemand vorbeikommt. Oh, da ist ja Kundschaft. Hallo. Hallo. Setz dich gerne. Okay, alles klar. Was haben Sie? Du bist auch hier, um die Zukunft voraussagen zu lassen? Ja, sie sind sehr unheimlich. Ja, genau. Ich weiß nicht, brauchen Sie meine Hände? Oder nein, wir haben hier heute 3 verschiedene Orakel. Wir haben ein Sticker-Orakel, wir haben ein Gummibärchen-Orakel und wir haben ein Nagellack-Orakel. Nagellack-Orakel? Ja. Was wurde schon denn gemacht? Also die beiden wurden schon gemacht, 2-fach. Nagellack-Orakel hat sich noch niemand dran getraut. Okay, dann ich kann schon mal sagen, Nagellack-Orakel geht so ein bisschen in die Fashion-Richtung. Da kann ich dir ein bisschen was voraussagen, welche Trends du vielleicht mitmachen solltest. Und das ist so ein bisschen allgemein. Allgemein mein Leben? Das auch allgemein dein Leben. Oh, okay. Hier ist noch eine Kamerakarte drin. Okay, ehrlich gesagt, Fashion, da weiß ich eigentlich schon selber halt, was ich alles machen soll und alles, worauf ich Bock habe. Okay, deswegen ist es in Ordnung, wenn das Nagellack-Orakel heute nicht so gut ankommt. Deswegen würde ich vielleicht eins von den beiden nehmen und tatsächlich möchte ich, glaube ich, die Sticker haben. Das kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Also, das Sticker-Orakel ist so, du machst gleich die Augen zu und greifst 3 Sticker raus und gibst sie mir. Nee, warte mal, da sind 2. Ja. Was? Ups, warte. Was ist das? Weiß ich nicht, was das heißt. Gib mal ein anderes. Okay. Ah, okay, das. Mhm. Das. Ja. Das Große. Oh ja. Ja, sehr schön. Sehr schön, Katja. Okay, was habe ich da? Was kriege ich dann? Also, es ist eine sehr gute Zukunft bei dir. Oh! Du wirst dich manchmal so fühlen, als ob du bis zu den Sternen reicht. Deine Energie, deine positive Energie. Und es sind jetzt noch 2 sehr interessante Tiere. Tiere? Tatsächlich 2 Tiere. Das war bei niemandem anderen bisher so. Und es sind sehr gegensätzliche Tiere. Es ist einmal ein Schaf. Okay. Ein braves, weißes Lämmchen, ein braves, kleines Schaf. Und wir haben diesen bunten Vogel, der hoch hinausfliegt bis zu den Sternen. Oha.
Das sagt über deine Zukunft, dass deine Zukunft unterschiedlich sein wird. Es wird so einen Teil geben, wo du halt vielleicht eher so ein bisschen das schüchterne Schaf bist. Kriege ich eine Süßigkeit? Ja, klar, gerne. Dankeschön. Es gehört zwar zur Deko, aber ja. Ja. Und es wird aber auch Sachen geben, wo du völlig aus dir herauskommst und wie ein bunter Vogel bis zu den Sternen emporsteigst. Ja, das kann ich. Es ist, ja, und es ist ja auch gut. Es gibt so diese ruhige Seite und diese aufgeweckte Seite. Mhm. Es ist ein Gleichgewicht. Das ist wirklich ein schönes Gleichgewicht in deiner Zukunft. Und ich werde zu einem Star? Ja, also ich werde berühmt. Ja. Ich werde berühmt. Vielleicht bist du auch noch richtig berühmt, weil es ist auch kein ganz normaler Stern, sondern es ist ein Stern mit einem Zebramuster. Das ist ein außergewöhnlicher Stern. Ein pinker, außergewöhnlicher Stern. Vielleicht soll ich mir meine Haare so machen. Die hast du ja schon so ähnlich mit Pink und so, ne? Aber nicht mit Zebramuster. Ich soll vielleicht mal Zebramusterhaare machen. Katja hat bemerkt, dass da eine Kamera gefilmt. Sie spricht in die Kamera. Ich werde hier heimlich gefilmt. Ich glaube, ich werde hier heimlich gefilmt. Aber danke, danke schön. Aber kann ich vielleicht noch irgendwie so, vielleicht in Mode? Ja, da müsstest du einmal deine Augen schließen und hier dir etwas rausreißen. Eins, wenn du möchtest, auch zwei. Eins, ich möchte auch zwei. Oh wow. Ja, da ist es ganz, ganz eindeutig. Es ist einfach Pink Glitzer und es ist Silber. Und das ist eine Aufforderung an dich. Sei noch mutiger, Katja. Komm noch mehr aus dir heraus. Trau dich auch einfach mal Pink Glitzer. Also nicht diese Farbe an sich, sondern wenn du denkst, oh, das ist mir ein bisschen zu krass. Das ist mir zu krass. Mhm. Trau dich, das zu tragen. Oha. Also du wirst zu einem Sternchen. Ich glaube, ich bin gerade auch ein bisschen geflasht, weil das sind auch so beide so, das passt doch beides zu mir irgendwie. Ja, es so passt gut zu dir. So ein bisschen dunkle. Das ist so ein klassisches Silber, aber kombiniert mit diesem schrillen Pink Glitzer. Das passt auch wieder zu dem Vogel und zu dem Schaf. Mhm. Also deine Zukunft ist sehr eindeutig und es ist eine sehr schöne und sehr positive Zukunft. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Danke, danke. Du kannst dir das auch mitnehmen. Ich darf es mir mitnehmen. Du kannst dir auch die Nagellacke mitnehmen, wenn du sehr möchtest. Sehr gerne, sehr gerne. Mhm. Muss ich was bezahlen? Ausnahmsweise nicht. Also normalerweise hätte Dankeschön. Ich gebe Ihnen ein Auge. Oh, danke. Gerne. Vielleicht ein drittes Auge. Ja, vielleicht, damit ich noch mehr Weiß sagen kann. Genau, genau. Vielen Dank für die wunderschöne. Ich finde die wunderschöne Vorlesung. Sehr, sehr gerne. Ich fand das sehr toll und ich meine, meine Zukunft wird gut. Ja, das ist auf jeden Fall was sehr Schönes. Achtung! Oh mein Gott, ich möchte hier nichts. Okay. Schon die zweite Kundin, die meinen Laden kaputt gemacht hat. Aber nein. Ich habe sie nicht kaputt gemacht. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Empfehlen Sie mich weiter. Auf jeden Fall. So, ihr Lieben, das war's erstmal mit meinem Wahrsager-Shop oder meinem Wahrsager-Zelt, meinem Wahrsager-Laden. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte allen so ein paar positive Sachen mitgeben. Es macht auch einfach total Spaß und man darf es natürlich nicht zu ernst nehmen. Also so sehe ich das immer. Man darf es nicht zu ernst nehmen. Man muss sich irgendwie was Positives daraus ziehen. Und ich glaube, das ist bei meinen Kundinnen und Kunden heute sehr gut angekommen. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, auch mich zu verkleiden, mir das alles hier so einzurichten. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Orakel hättet ihr am liebsten gemacht oder was hättet ihr euch vielleicht noch ausgedacht? Ich meine, das Nagellack-Orakel, Sticker-Orakel, das habe ich mir alles selber ausgedacht. Vielleicht habt ihr noch irgendwie eine coole Idee, was man sonst noch so machen könnte. Und wie findet ihr diesen Shop? Würdet ihr auch zu mir kommen und euch die Zukunft voraussagen lassen? Schreibt es alles in die Kommentare, ist alles natürlich nicht zu ernst gemeint, sondern alles ein großer Spaß von mir. Hat auch super viel Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glöckchen aktivieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!